Es war einmal ein Reich, das war so toll, dass alle dort leben wollten. Die Wirtschaft florierte, das Schlaraffenvolk feierte ein ewig währendes Oktoberfest, das Bier floss in Strömen und Schweinshaxen wuchsen an den Bäumen. Umhüllt von christlich-abendländischen Werten, lebte und konsumierte das Volk glücklich, zufrieden und kugelrund. Eines schönen Tages kündigte sich Besuch aus der Ferne an. Fremdlinge aus nicht ganz angrenzenden Ländern klopften an der Reichspforte. Schlagartig stand das Königreich Kopf. Die als Gutmenschen bezeichneten frohlockten. Festungen wurden geschmückt, Flaggen auf der Reichsburg gehisst und die Neuankömmlinge mit Keksen, Milch und Kuscheltieren willkommen geheißen. Doch schon nach kurzer Zeit verfinsterten braune Wolken das Land. Die Neuen waren nicht nur zu Besuch. Sie residierten in den prächtigsten Palästen, stahlen den Schlaraffen die heißgeliebten Arbeitsplätze, entweihten die kulturellen Heiligtümer, tanzten mit den holden Schlaraffenfrauen und entführten deren Kinder, um sie zu verspeisen. Das Volk der Schlaraffen war empört, erbittert, erbost. Die fiesen Fremdlinge mussten weg. Die besorgten Bürger rotteten sich zusammen, bewaffneten sich und besonnen sich auf die ehrvollen Tugenden ihrer Ahnen. Blind wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Grundstahl! Nach der Sportschau und dem Wetterbericht marschierten sie durch die Straßen und sorgten für Ordnung. Die Fremdlinge jedoch besaßen die Frechheit, einen Heidenlärm zu veranstalten, sobald ihre prächtigen Paläste Feuer fingen. Ausgelöst von dem ungeheuerlichen Benehmen der Fremdlinge durchzog nun eine Welle der Angst das geliebte Reich. Zäune wurden errichtet, Gräben gegraben, Nahrung gehamstert und die Fremdlinge wurden per Luftpost nach Hause geschickt. Selbst der letzte Gartenzwerg verschanzte sich bis an die Zähne bewaffnet. Die Einheimischen jedoch erfuhren eine schaurig-mysteriöse Verwandlung. Je größer ihr Bestreben, sich von den Fremdlingen zu distanzieren, desto gekrümmter ihre Körperhaltung. Je lauter ihre Fremdlinge Rausrufe, desto unverständlicher die Sprache. Je mehr Fremdlinge abgeschoben wurden, desto heftiger der Geruch der Schlaraffen. Ohne es zu merken, stiegen sie die Stufen der evolutionären Menschwerdung hinab, hin zu ihrem Urzustand. Doch es schien sie nicht zu stören, ganz im Gegenteil. Nun standen Bananen auf der einheimischen Speisekarte ganz oben. Die, die von dem Zustand verschont blieben, liefen, rannten, kaperten die Katapulte. Auf gehen eine schöne, neue Heimat. Weit, weit weg. Und die Moral von der Geschichte? Zum Affen werden sollst du nicht.